Hey Leute, willkommen zu der 10. Folge von Minecraft Revenge. Ja, heute mal ein anderes Video. Heute werde ich euch nämlich mal die Welt zeigen, was bisher alles hier geschehen ist, was Pläne sind, was ich zum Beispiel für ganze Pläne habe. Also da kommt viel auf euch zu und wir können einfach mal ein bisschen reden. Ja, Revenge geht jetzt einen Monat, oder? Kann sein. Und ich habe da bisher 9 Videos gemacht, wo alles schön zusammengeschnitten war. Das waren Tage, Stunden, Material, was ich für euch in 7 Minuten zusammengeschnitten habe, damit ihr das Wichtigste seht. Was ich nicht mit reingeschnitten habe, sind zum Beispiel ein paar Streitereien gewesen. Da gab es nämlich ein paar in diesem Projekt, die ich euch nicht gezeigt habe, weil ich das ein bisschen zu albern fand, das irgendwie hochzuladen. Aber man sollte mal drüber reden. Da gab es nämlich ein paar und es wurden auch mal Spieler gebannt. Einer für eine kurze Zeit und einer aktuell vielleicht für immer. Das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall glaube ich, dass so mehr Ruhe in dieses Projekt kommt. Könnt ihr euch noch erinnern, wo hier mal keine Fläche war? Es wird irgendwann ein Video geben, da werde ich euch mal zeigen, wie die Welt am Anfang aussah. Denn diese Fläche war nicht da. Ich denke mal, hier, wo ich gerade drauf stehe, das sind mehrere, ich würde sagen, 8 Inventare voll mit Erde. 8 Inventare voll, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt hier, das ganze Ding voll mit Erde und das 8-mal. Wirklich extrem viel, wie wir hier Fläche gemacht haben für Chinatown. Xylin baut ja ein dickes Haus. Ich versuche einzubauen, aber ich bin aktuell unzufrieden wegen dem Dach und der Wand. Da muss ich noch eine Alternative suchen. Und das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Also ihr seht, hier entsteht ein richtiges Chinatown. Da wollen wir auch ein paar pinke Bäume hinmachen. Und es soll hier richtig geil aussehen. Die Fläche soll einfach nice sein. Hier hat der Xylin sein Haus gebaut. Da gehen wir jetzt auch einfach mal hin. Ein bisschen umgucken heute. Der hat hier endlich mal einen Stall hingebaut. Der sieht auch nicht schlecht aus. Das meiste natürlich von YouTube abgebaut. Vielleicht kommen dann auch noch ein paar eigene Ideen. Würde mich freuen, aber solange man hier überhaupt was macht, bin ich froh. So, hier unten haben wir auch einen dicken, dicken Keller. Aber jetzt sind wir hier mal drin. Hier sieht man am Kistenlager aus. Kann man natürlich auch noch verbessern mit der Decke und dem Boden. Und auch hier geht es noch weiter runter. Wahrscheinlich dann so zu Mineneingängen. Kann sein. Okay. Ja. Auf jeden Fall geht es hier weit nach unten. Hier unten habe ich was vor. Nämlich will ich hier einfach ein bisschen Terraforming machen. Das ist mein nächstes Ziel. Das werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Und wenn jetzt sich Leute fragen, warum ich immer Projekte starte, aber die nie beende, sondern immer dann wieder mit was Neuem anfange, weil ich zum Beispiel einfach aktuell nicht weiß, wie ich dieses Projekt weitermachen soll und einfach für andere Ideen gerade mehr Lust habe. Zum Beispiel hier, diese Fläche sieht noch so leer aus und ich will hier einfach schön Terraforming betreiben. So ein paar abgerundete Wege, ein bisschen hier den Berg so mehr zu einer originellen Klippe machen. Den Fluss will ich hier etwas mehr zum Fluss machen. Ihr seht, das war ja nie ein Fluss. Hier war ja eigentlich Erde, den haben wir einfach so erstellt, aber das müssen wir auch noch schöner machen. Ein bisschen weiter hier nach unten, hier habe ich schon angefangen. Das Gras muss weg, vielleicht ein bisschen bemoosterte Pflastersteine oder so, ein bisschen Seegras. Einfach schön dekorieren und auch am Rand so ein bisschen matschig irgendwie darstellen. Das hier vielleicht so eine Art Mauer machen. Ich habe da echt Ideen und muss gucken, wie ich das umsetze. Also hier alles ein bisschen schöner machen ist auf jeden Fall ein Ziel. Hier haben wir unseren Jovi oder Jovi-See für Joe Village, der verschwunden ist. Ich hoffe, der taucht wieder auf. Den See kann man natürlich auch noch verschönern. Kommt alles noch, wir haben ja noch lange Zeit in diesem Projekt. Hier seht ihr mein größtes Projekt, die Brücke. Gibt tatsächlich auch jemanden, der dachte, ich hätte das im Kreativmodus gebaut. Ja, ich denke mal, ihr habt in vielen Folgen gesehen, wie ich daran gebaut habe, wie ich viel farmen war. Und es hat lange gedauert, aber ich bin zufrieden, dass ich damit jetzt so gut wie fertig bin. Beim Dach will ich ein bisschen was ändern und vielleicht hier noch eine Beleuchtung mal schauen. Aber ansonsten finde ich die Brücke schön und auch hier der Turm zum Beispiel, den will ich auch verändern. Der ist mir zu gerade, aber ich habe dafür noch keine Ideen. Deswegen muss der noch ein bisschen warten.
Hier habe ich eine kleine Brücke noch hingemacht. Finde ich auch ganz hübsch. Auch diesen Stein kann man noch ein bisschen schöner machen. Das ist ja Philipps Ort. Vielleicht kümmert der sich drum. Hier habe ich meine zwei Skelettpferde, Bonnie und Clyde. Und hier habe ich euch den Keller gar nicht mal so sehr gezeigt. Ich habe hier... ich tue hier Felder anpflanzen. Da müssen die Wände und noch so gemacht werden. Hier sollen Melonen und Kürbisse angepflanzt werden. Und hier sollen wir mal ein richtig dickes Weizenfeld hin. Ich bin so ein Kellerfan irgendwie. Weiß nicht. Da baue ich immer richtig viel. Und das habe ich vor kurzem angefangen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Hier wollte ich einfach ein kleines Lager mit Öfen machen. Das wird noch geändert. Hier habe ich mein ganzes Eisen und Gold erstmal gebraten. Und hier habe ich vor, eine, eine Höhle zu erschaffen. Wir haben zwar hier schon eine Höhle, aber ich will das so viel schöner machen. So mit Blättern, vielleicht so ein paar Erze an den Wänden. Da wäre halt das 1.18 Update geil mit den ganzen Kristallen. Aber wir sind auf der alten Version. Aber trotzdem kann man hier eine geile Höhle erschaffen. Und ja, das wird aber auch erstmal dauern. Also ich habe viele Projekte vor. Mal gucken, wie viel ich davon umsetzen kann. Ich hoffe ja, so gut wie alle. Da kann ich mal sehr gespannt sein. Hier mit Blue Thunder. Seine Freundin ist auch verschwunden, würde ich mal sagen. Es gibt da Theorien, dass die Freundin vielleicht ermordet wurde. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Wir gehen mal kurz zu Philipp rein. Der ist tatsächlich nicht oft da, weil der nicht immer so viel Zeit hat, aber ist trotzdem fleißig am Machen. Hier ist noch alles sehr gerade, sage ich mal. Da kann man natürlich noch was verbessern. Und hier drinnen hat er dann mal hier ein hübsches, dickes Feld gemacht. Und hier auch eine Farm mit ein paar Tieren. Da kann man natürlich auch noch viel machen. Bin ich mal gespannt, was sich da noch alles entwickeln wird. So, wir gehen mal kurz hier rein. Man kann nämlich auch schön die Brücke hochgehen, ganz nach oben. Und gucken uns mal an, was Nils so gebaut hat. Der gute Lüge-4-Sieger. Sonst immer gefühlt Zweiter geworden, jedem Lüge. Das letzte hat er gewonnen. Freut mich für ihn. Der ist die letzten ein, zwei Wochen nicht da. Der kann nicht spielen. Aber wenn er zurückkommt, dann wird es auf jeden Fall wieder toll. Mal gucken, was er denn alles macht. Hier hat er nämlich seine kleine Base, wo ein bisschen was zerstört wurde anscheinend. Ach, was haben die hier gemacht? Ich weiß, hier war mal irgendeine Trap oder so. Ich weiß, hier war mal irgendeine Trap oder so. Aber ich glaube, die ist anscheinend mittlerweile weg. Hier hat er auch eine kleine Bergfarm, eine Bergbase mit pinkem Glas. Wir gehen mal auf die andere Seite. Genau, hier auch noch ein bisschen was gebaut. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch hier entwickeln wird. Der baut auch mit Quarz, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich mich gerade erschrocken. Okay. Okay, interessant, interessant. Kann man mal machen. Die Decke würde ich noch ein bisschen ändern. Hier nochmal ein Blick von oben auf diese Landschaft. Die haben wir schon sehr verändert und ich, wie gesagt, ich habe vor, hier viel Terraforming zu machen und alles einfach zu verschönern. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinbekommen werde. Das wird ein hartes Projekt. Das ist nicht ein Projekt, wo ich viel farmen, viel bauen muss, sondern einfach das richtig machen muss. Und das ist auch nicht gerade leicht. Auf der Seite von der Brücke kommt ja unsere China-Stadt hin. Und auf der anderen Seite hatte ich auch was vor, was aber auch vielleicht sich ändern wird. Hier sollte nämlich ein kleines Villager-Dorf hinkommen. Aber wir haben aktuell eh keine Villager. Und hier bauen ja auch noch andere Leute so in der Nähe. Deswegen, vielleicht ändert sich das ja noch. Ich sag mal, das Villager-Dorf wäre eine coole Idee, aber es muss nicht sein, dass es auch wirklich passieren wird. Hier war mal ein Baumhaus geplant. Keine Ahnung, ob das immer noch geplant ist. Ich hoffe mal schon, damit hier was entsteht. Und da hinten sieht man den abgebrannten Wald vom Spawn. Apropos abgebrannten Wald, ich habe da auch ein kleines abgebranntes Wäldchen gemacht. Hier sehen wir es. Noah hat ja mal recht früh unseren Wald angebrannt und ich wollte es ein bisschen symbolisieren und finde, dass das ganz hübsch aussieht, so eine kleine Fläche. Ja, kann man doch mal machen, oder? Ist doch ganz hübsch. So, hier habe ich meinen Brunnen gebaut.
Der hat mal ein bisschen Beleuchtung bekommen. Und wie es hier außenrum weitergeht. Ich überlege, ob ich das hier noch ändern werde, aber vielleicht lasse ich das und werde hier außenrum dann was ändern. Und hier beginnt dann Chinatown. Und da ist schon geplant, dass da ein erster großer pinker Baum hinkommt. So, wenn wir mal da hinten hingehen, da ist nämlich auch ein, denke ich mal, großes Projekt geplant. Erstmal hier seht ihr, wird auch viel Fläche gemacht von mir. Größtenteils, weil ich da Erde gefarmt habe. Und ich habe keine Ahnung, ob da was hinkommen wird. Aktuell ist, glaube ich, nichts geplant. Aber da hinten baut der gute Kaira was hin. Der hat viel Ressourcen gefarmt und wir gucken es uns jetzt mal an und sind dann gespannt, wie es sich über die nächsten Wochen verändern wird, was da entstehen wird, weil ich habe keine Ahnung. Übrigens war ich die letzte Zeit sehr viel mit Villagern traden, weil ich ein Projekt habe, wo ich mit Smaragdblöcken bauen will. Ich kann euch mal... Ja komm, wir gucken jetzt einfach mal kurz in die Ender Chest. Ihr seht, ich habe hier ziemlich viele Smaragde, die ich mir erfarmt habe. Und Dias habt ihr, glaube ich, in einer Folge gesehen, wo ich dann farmen war. Habe ich auf jeden Fall gut vorhanden. Ist auch nötig, weil meine Rüstung geht echt schnell kaputt, genauso wie die Teile hier unten. Ja, ansonsten seht ihr, ich habe nichts Krasses hier drin. Auf den Büchern sind auch keine wichtigen Sachen. Ich habe hier nichts zu verheimlichen. Wer nicht glaubt, dass das hier legit gefarmt ist, ich kann euch dann auch nicht helfen. Die, wo wissen, wie schnell man Smaragde durch zum Beispiel diesen Stick-Trade bekommen kann. Und wer weiß, dass man mit einer Glück-3-Spitzhacke schnell Dias farmen kann. Der wird schon wissen, dass es alles stimmen wird. Weil ich cheate nicht auf meiner eigenen Welt. Gerade nicht, wenn ich das hochlade und ein Projekt mache. Das macht keinen Sinn. So, da unten sehen wir noch ein Haus, was vor kurzem entstanden ist. Vom guten Noah. Sieht ganz hübsch aus. Wir springen mal kurz runter. Das ist mit Schwarzeichenholz gebaut. Hier ist auch schön beleuchtet. Ein bisschen zu viele Laternen, finde ich, hier an der Stelle. Hier drin ist noch nicht viel gemacht. Hier haben wir noch eine Wand, die mal weg muss. Mal gucken, wie das noch vorangehen wird. Auch hier kann man das noch schön dekorieren. Dann hier einen kleinen Teich machen oder irgendwie außenrum dekorieren. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ja, so viel zu unserem Ort. Ihr habt wahrscheinlich schon mal in einem Video gesehen, dass es noch einen anderen Ort gibt. Und zu dem werden wir jetzt mal hingehen. So, Leute, wir sind angekommen. Und hier sehen wir auch direkt eine dicke Festung. So, da hinten sehen wir den Vulkan am Spawn, der zugeschneit ist. Ein zugeschneiter Vulkan, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei den anderen angekommen. Und hier sehen wir, hier wird schon fleißig gebaut. Ich bin gespannt, ob dieses Projekt abgeschlossen werden kann. Weil das soll anscheinend eine riesige Festung werden. Ein riesiges Königreich. Hier ist mir auch schnell gut vorangekommen. Aber aktuell tut der gute Gamer, der das hier baut, sich da ein bisschen zurückhalten. Ist ja nicht schlimm, andere Ideen zu haben. Aber ich habe einfach Angst, dass es dann nicht fertig wird. Weil es ist echt mega geil. Und ich hoffe, dass es fertig wird. Ihr seht hier die Pläne mit den Türmen, mit der Mauer. Puh. Bin echt gespannt, ob er das durchziehen wird. Mich würde es natürlich freuen. Die haben auch Pläne. Ich wollte noch hier eine dicke Kirche bauen oder ein Rathaus. Und haben hier eine echt gute Fläche. Das ist ja eine Berglandschaft. Eine Bergwelt insgesamt. Aber hier haben sie echt eine gute Fläche bekommen. Und hier habt ihr vielleicht auch mal in einem Video Ausschnitte gesehen, wo wir hier waren. Aber jetzt zeige ich euch den Ort das erste Mal richtig. Hier sind ein paar Sachen gebaut. Zum Beispiel hier, das ist, glaube ich, ein Ort für Villager. Hier seht ihr die ganzen Leute schlafen. Ich gehe mal nicht näher rein. Da hinten war auch mal was gebaut. Das ist weg. Das wurde ja komplett abgerissen. Das finde ich schade. Existiert der Ort noch? Ich breche mal kurz ein, Leute. Hier war nämlich auch mal was gebaut. Aber dieses Projekt wurde wahrscheinlich abgebrochen. Ich finde es immer schade, wenn man umzieht oder irgendwie nicht mehr bei denen lebt, dass man seine Sachen abreißt. Ich will ja, dass zum Schluss eine Welt entsteht, wo viele Bauprojekte da sind. Und hier war auch was Schönes. Und schade, dass das nicht mehr da ist.
So, hier hinten wurde auch fleißig gebaut. Hier haben wir Netherportal. Und hier wurde ein See erstellt. Der war, glaube ich, anfangs nicht da. Sieht ganz hübsch aus. Kann man natürlich noch ein bisschen außenrum dekorieren. Vielleicht auch ein paar mehr von den Dingern. Was geil wäre, wäre so ein Riesenbaum, der irgendwie aus dem Wasser rauskommt, so in der Mitte wäre. Schwierig umzusetzen, aber ich habe da eine richtig geile Vorstellung. Hier haben wir eine Treppe, die ziemlich gut angefangen ist, aber oben dann leider nicht mehr, aber vielleicht wäre das noch irgendwann gekommen. Sieht sehr königreichmäßig bei denen aus. Und hier oben soll eine Riesenfläche entstehen. Ihr seht, hier ist schon einiges weggehauen. Und da bin ich echt gespannt, was hier hinkommt und ob die Fläche überhaupt jemals komplett weg sein wird. Bin ich mal sehr gespannt. Hier nochmal ein Blick von oben auf diesen Ort. Sieht ganz hübsch aus. Hier haben wir noch die Base von The Boss One, der aktuell nicht mehr Teil dieses Projektes ist. Was einige Gründe hat, die nicht unbedingt was mit dem Projekt zu tun haben. Nur halb. Genau, hier hat er auch seine Base, seinen Villager. Hier hinten ist ein pinkes Schaf. So, einen Ort haben wir noch. Und zwar da unten seht ihr auch, da ist auch eine Riesenfläche mittlerweile entstanden. Das macht der gute Dachboden und da habe ich ihm auch ein kleines bisschen geholfen. Ich glaube, der will einen Riesenfriedhof dahin machen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, die Fläche wird gut genutzt und ich bin da echt sehr gespannt, was hier entstehen wird. Also ihr seht, das sieht immer nach so wenig aus. Wenn ich jetzt halt hier alles angucke, dann würde ich sagen, ja, ist ja noch nicht so extrem krass, was hier gebaut wurde. Aber diese Flächen, das hier immer abzureißen, solche Flächen zu erschaffen, die Ressourcen immer zu farmen, das dauert echt lange. Zum Beispiel die Brücke hat lange gedauert bei mir. Immer wieder farmen, immer wieder schmelzen, immer wieder hinplatzieren, immer wieder was ändern. Das dauert echt lange. Und das unterschätzt man einfach. Und hier hinten hat er nämlich seine kleine Drachenhöhle, die man, finde ich, äußerlich noch ein bisschen bearbeiten könnte. Hier haben wir Musik, die spiele ich euch jetzt nicht ab. Und hier haben wir seine kleine Höhle. Ein paar Tiere, ein paar Villager und einige Sachen mehr. Lager in Bau. Bitte nicht hoch. Wir gehen dann auch nicht hoch. Unten gehen wir aber mal ganz kurz hin. Da haben wir hier einmal eine Etage mit einem Lager. Und da unten haben wir nochmal eine Farm. Auch hier nochmal ein extra Netherportal. Und Ranken. Wahrscheinlich eine Rankenfarm. Gar nicht so doof. So sieht auf jeden Fall aktuell unsere Welt aus und es wird sich noch so viel ändern in den nächsten Wochen und Monaten, denn dieses Projekt wird noch lange gehen und aktuell geht es uns ja ganz gut, weil ihr habt gesehen, dass sich die Minecraft-Lebenwelt komplett aufgelöst hat, wegen dem Wither, den wir nicht besiegen konnten. Insgesamt auch der Tunnel, wo wir immer zu allen Projekten hingehen, auch in Lüge, auch am Spawn sehen wir ja diese ganzen Stellen mit der Lava und alles. Aktuell sieht es da noch ganz gut aus, aber das wird, denke ich mal, nicht immer so bleiben. Aktuell läuft es sehr friedlich ab in dem Projekt. Zumindest was den Wither angeht. Der macht uns aktuell keine Probleme. Kann gerne so bleiben. Und hoffentlich werden wir hier noch viel Spaß haben, viel bauen und viel erleben. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.